Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech It. Ja, ist schon länger her, da ich aufnehme. Ja, wir hatten ja zuletzt die Alchemical Chest hier gebaut. Und genau, hatten ja draußen. Habe ich auf Idee. Den Generator, die Bedbox, Electric Furnace und den Macerator. Hier mehr Kohle. Ich tue erstmal schlafen gehen. Damit ich nämlich ja mal gucken kann, wie ich die Stromversorgung ändere, weil das habe ich hier eigentlich in dem Part vor. In der Part in der Aufnahmesession. Genau. Um die Stromversorgung zu ändern, dass wir nicht mehr so viel Kohle verbrauchen. Weil das ist ja schon ein bisschen. Kackies. Gerade, wo wir eigentlich genug Kohle haben und ich auch jetzt mal ein bisschen reinpacken werde. Eben weil wir das ganze Zeug hier eh noch verbrennen müssen. Mal her, du produzierst schön weiter, ja. Gefällt mir. Ich höre einen Enderman. Ich klau dir alle Blöcke. Was bist du für ein. Wie ich diese Viecher hasse. Halt. Da. Komm her. Los. Lass dich von mir streicheln. Mit meinem Emerald-Schwert. Boah, die sind aber auch nervig. Klauen die ganze Zeit irgendwelche Blöcke. Und jetzt verschwindet du einfach. Hättest ja wenigstens da bleiben können, dass ich dich töten kann und du mir eine Enderperle gibst. Enderperle hat nämlich den EMT-Wert von 1000 und ist somit gar nicht wenig wert. So, du produzierst. Da. Oh, du bist doch ein. Wo ist der? Ich hatte nur zwei Leben. Das wäre jetzt nicht so super. Ich jetzt sterbe. Boah, Alter, das war total irre gerade. Ich will jetzt auch nicht stehen bleiben und gucken, ob ich was zu essen habe. Nein, habe ich nicht. Da kommt denn der. Ah. Geht nach ins Haus. Da kann er eh nicht rein. So, habe ich noch was zu futtern. Jo. Nehme ich mal zwei. Tu das Essen. Eigentlich Verschwendung. Das jetzt zu essen. Ich hatte ja nur noch ein Fleisch hat gefehlt. Ein. Ja, Essensteil und davon ein ganzes Steak zu essen. Ja. Ich will den Enderman jetzt auch töten. Sonst kann ich gar nicht. In Ruhe erklären. Ach was. So. Peaceful. Und jetzt einfach wieder auf easy stellen und schon ist er weg. Gut. Es gibt dann nämlich noch einen Geothermalgenerator. Den craftet man so. Ich glaube, den werde ich mir jetzt auch gleich schon mal zulegen, weil nämlich, ich das hier kurz beenden muss, weil man hier Lavazellen reinmachen kann. Und der nimmt dann halt Lava, um Strom zu produzieren und nicht mehr Kohle. Und das ist natürlich nicht schlecht. So, du bist fertig. Dann kann ich das hier mal da reinmachen. Der Macerator braucht ja eh ewig lange. Deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen ins Bett legen werden. Ja. So. Und hey. Schlecht. Okay. Dann stelle ich schon mal zwei Empty Cells und ich brauche Glas. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz nach da hinten. Wüste habe ich ja nicht in der Nähe. Nein, aber einen schönen Sandstrand. Das hat doch auch mal Vorteile. So. Ja. Bin ja schon links da. Oh. So. Glas brauchen auch ziemlich viel. Aber jetzt am Anfang vor allem für die Zellen, die wir dann wahrscheinlich auch brauchen werden, weil man kann den Geothermalgenerator auch mit Lavazellen antreiben. Und die kriegt man, soweit ich weiß, wenn man entweder wie einen Eimer benutzt mit Lava oder einen Eimer und die leere Zelle zusammen in ein Crafting Workbench, Crafting Table, genau, Crafting Table macht.
Dann gibt es eine volle Lavazelle und ihr könnt den Lava-Eimer wieder herausnehmen. So, jetzt tue ich aber das hier mal wegmachen. Ein bisschen Glas produzieren. Gucken, wie viel Zinn ich dann noch habe. 2. Und hier noch ein bisschen was. Das heißt, ich schmelze jetzt erstmal Zinn. So. Und ja, ein bisschen pennen. Muss ich auch mal gucken, wie ich mein Haus neu baue. Weil ich habe da eigentlich noch keinen konkreten Plan dazu, wie das werden soll. Aber wir sind jetzt eigentlich auch gar nicht so weit, dass ich mir darüber schon Gedanken machen könnte. Weil ich muss da Erde aufschütten. Und ich muss ja noch diverse Items craften. Das heißt, ich brauche noch definitiv mehr Redstone. Wir müssen auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke herstellen, weil ich noch in die Hölle muss. Hölle. Und ja, genau. So. Du bist fertig. Du bist fertig. So. Du hast keine Kohle mehr. Nicht gut. So, pack ich das da mal rein. Brauche eigentlich auch nur 4. 2. Oh nein. Bitte sag mir, dass ich das zusammen craften kann. Hier. So, jetzt. Komm schon. Craft man normalerweise so. Ja, hier. So, Zinn gibt 16 leere Zellen. Und jetzt nehme ich ja gerade den Generator. Zack. Und wie baut man den jetzt nochmal? Okay. Ich habe schon wieder Refined Iron vergessen. Ja. Nein. Bleibst da. Habe ich hier noch was? Nein, natürlich nicht. Ich sollte mir mal angewöhnen, sowas immer im Haus zu haben. So, vor allem. Hoffentlich hält die Bedbox noch ein bisschen. Weil ich habe jetzt keinen Generator dran. Das heißt, wir nehmen gerade den Strom aus der Batterie. Und wenn die Batterie leer ist, dann ja. Es ist ein bisschen doof. Nur ja. Tja, eigentlich besteht es im Moment ja nur aus Zeug in den Ofen legen, schlafen gehen. Und wieder aufstehen. So. Na, na, na. Aber so lange kann ich mal das craften. Nämlich ein Talisman of Repair. Den craftet man so. Dafür brauche ich eben Papier. Ich habe doch Zuckerrohr. Genau, ich habe Zuckerrohr da unten angepflanzt. Kleines bisschen was. Da hinten. Auch irgendwo. Aber wie viel brauchen wir für ein Papier? Und wir brauchen Spinnenweben. Also Seide. So, das hätten wir. Holz brauchen wir erstmal keins. Und Wolle auch nicht. Was das mit den Bienenstöcken hier auf sich hat und was die genau bringen, weiß ich selber auch noch nicht. Habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht. Also verzeiht mir das. Aber wir craften jetzt erstmal. Insofern wir. Ja, perfekt. Gut. Und nein, zuerst machen wir den Geothermalgenerator. Den stellen wir geschickt dahin. Und da brauchen wir jetzt eben Lava. Und dann craften wir noch den Talisman auf Repair. Brauchen wir diesen Dust, das Zeug. Wie ging Papier jetzt nochmal? So. So, und dann immer merken. Grün, hell, dunkel und auf und da ist ganz genau andersrum. So, ein Talisman auf Repair. Sowas kann der jetzt. Wenn ich den nur im Inventar habe, habt ihr gesehen, es befüllt sich gerade auf und das. Und das. Ja, nein, es geht eigentlich in so einer Alchemical Chest, geht das auch ziemlich gut. Ich packe den hier rein. Packe jetzt zum Beispiel Spitzhacke dazu. Und ihr seht, der Wert verändert sich. Er heißt ja ein Talisman of Repair. Und jetzt schlafe ich mal kurz. Und ihr seht, oh, die ist ja schon fast wieder ganz voll. Und damit kann ich jetzt die ganzen Items, die ich mir gecraftet habe, einfach wieder reparieren. Ohne viel Aufwand, ohne was Neues zu craften zu müssen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Diamantspitzhacke habe, die fast kaputt ist, sage ich, naja, ist ja egal, lege ich einfach kurz hier rein. Und schon ist sie repariert.
So einfach geht es. Und was ich jetzt machen werde, ich werde mir noch mehr von diesen Teilen craften. Und eins brauche ich noch. Sollten eh warten, bis Tag ist, weil ich brauche jetzt Lava, weil es ja ein Geothermalgenerator heißt, wir müssen ihn mit Lava betreiben. Ich glaube, es geht auch mit Wasser, oder? Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Auf jeden Fall geht es hundertprozentig mit Lava. Weil ich das nämlich in meiner eigenen Welt auch am Anfang hatte. Spinne. Ist ja auch repariert. Dann nehme ich ja noch ein bisschen was zu essen mit. Und machen wir noch. Nochmal 16 Zellen. Weil es soll sich auch lohnen, wenn wir schon. Ja, ich habe dich genau gehört. Das Stück. So. Dem Teil kann ich ja so lange was zu arbeiten geben. So. Solange ich weg bin. Und dann gehen wir hier mal in die Höhle. In die schöne Höhle. Hoffen, dass uns bei unserem Glück kein Creeper angreift. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, man konnte die Lava direkt hier reinfüllen. Bei mir ging es zumindest am Anfang. Ich weiß aber nicht, ob es immer noch geht. Also hoffe ich mal, weil sonst wäre das ist doof, weil wir uns dann noch einen Eimer craften müssen und so weiter. Und das wäre nicht so schön. Wo muss ich hier eigentlich nochmal lang? Hier? Ja, hier sieht es zumindest mal nicht schlecht aus. Ja, hier waren die Rubine. Und da ist ein Creeper. Komme ich hier auch irgendwie an Lava, ohne mich in Todesgefahr zu begeben? Da ist noch ein Apatit und das andere Zeug. Ah. Ja, ist nochmal. Oh, schön aufpassen. Ich bin gar nicht da. Ignoriert mich einfach. Ich hasse das, dass die ganze Monster. Oh, da unten ist Lava. Dort unten ist Lava. Ja, komm noch runter, wenn ihr nicht raus. Ich hasse die neue KI. Ich hasse. Ja, los. 2 und 3. Gib mir EP. Ja, es geht noch. So, jetzt können wir einfach Rechtsklick machen und dann füllt sich hier eine Lavazelle. So, aber ich glaube nicht, dass das hier genug Lava sein wird. Weil das nämlich schon alles war. Super. Ist hier vielleicht noch was drunter? Nein. Nur Kohle. Nein, die kann ich wirklich nicht gebrauchen. Hm. Hier wird doch irgendwo ein schöner, großer Lavasee sein. Nicht. Dann eben nicht. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.